dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ja, ich möchte euch heute nach Griechenland entführen. Und zwar möchte ich mit euch heute eine Moussaka zubereiten. Wir legen jetzt auch gleich los. Denn sie muss etwas köcheln, die Soße. Und zwar habe ich hier zwei kleinere Auberginen schon in so dicke Scheiben geschnitten und gesalzen, dass sie praktisch schon etwas Wasser verlieren. Dann habe ich hier 600 Gramm Kartoffeln habe ich geschält und auch in solche dicken Scheiben gehobelt. In unserem Mixtopf geben wir jetzt eine Zwiebel geviertelt und ein bis zwei Knoblauchzehen hinein. In meinem Fall sind es zwei. Diese Zutaten werde ich als allererstes 5 Sekunden Stufe 5 zerkleinern. Dann schiebt man das mit dem Spatel nach unten. Geben etwas Olivenöl dazu, so ungefähr 10 Gramm. Und werden unsere Zwiebeln mit dem Knoblauch andünsten. Und zwar 5 Minuten. 100 Grad. Stufe 1. Ja, unsere Zwiebel mit Knoblauch ist jetzt angedünstet. Als nächstes fügen wir eine Dose geschälte Tomaten, also sind praktisch die ganzen Tomaten in einer Dose. Ihr könnt auch gestückelte hernehmen, das ist egal. Und zwar bei mir sind jetzt 400 Gramm. So, da werde ich jetzt 100 Gramm Wasser noch in die Dose hineingeben. Mehr 110 ist egal, aber so circa 100 Gramm. So, das werde ich jetzt mit dem Spatel hier etwas verrühren. Und dann geben wir praktisch das noch dazu. So, dann. 20 Gramm Rotwein, wenn Kinder mitessen, könnt ihr es auch komplett weglassen und ersetzt es durch eine Brühe oder ja, Traubensaft ist fast zu süß. Also wenn ihr mit Fleischbrühe oder Gemüsebrühe praktisch das dann ersetzt, kommt ihr genauso gut. Ja, 120 Gramm. Dann werden wir die Tomaten kurz 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Und dann kommen die restlichen Zutaten dazu. Ja. So, dann schieben wir alles mit dem Spatel vom Rand nach unten. Dann kommt ein Teelöffel Salz dazu. Eine Prise Zucker, das braucht der brauchen die Tomaten. Nein, das war jetzt zu viel, das wollte ich nicht. Also eine Prise, etwas Pfeffer. Etwas getrockneten Rosmarin, also da nehme ich so einen halben Teelöffel. Und 2 Teelöffel Majoran. Und zu guter Letzt etwas Zimt. Da nehme ich aber tatsächlich nicht viel, sondern wirklich so ein Viertelten, wenn es überhaupt ein Viertelter ist. Das reicht vollkommen. Dann geben wir jetzt einen Deckel drauf. In meinem Varoma habe ich jetzt schon praktisch hier unten drunter meine Kartoffeln geschichtet. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier unten die Kartoffeln. In der Mitte das Loch gelassen, damit praktisch
der Wasserdampf oder der Dampf praktisch nach oben fallen kann. Und unten habe ich, oder oben in meinen Einlegebogen, habe ich die restlichen Auberginen noch dazu gegeben. Und diese Zutaten werden jetzt 20 Minuten auf der Varoma-Stufe, Stufe 1 praktisch, gedämpft. In der Zeit werde ich 500 Gramm gemischtes Hackfleisch in einer Pfanne mit etwas Olivenöl anbraten. Also. Und nach 20 Minuten ist mein Hackfleisch angebrutzelt und dann sehen wir uns wieder. Meine 20 Minuten sind fertig. In der Zeit habe ich ja mein Hackfleisch schon in einer Pfanne praktisch angebrutzelt. So. Jetzt werde ich noch schnell abschmecken, ob da eventuell noch Salz oder irgendwas fehlt, weil das Hackfleisch ist ja auch nicht gewürzt. Nee, nee, nee. Passt perfekt. So, und jetzt gebe ich praktisch das Hackfleisch hier mit rein. Also ich habe jetzt gemischtes, ihr könnt auch nur Rind hernehmen. So, dann hebe ich das mit dem Spatel kurz runter. So, wieder rein. Mikrotopfdeckel drauf. Unser Varoma wieder aufsetzen. Und jetzt werden wir weitere 5 Minuten auf der Varoma-Stufe, Stufe 1 praktisch, fertig wünschen. Unsere weiteren 5 Minuten sind vorbei. Jetzt nehmen wir wieder den Varoma praktisch ab. Ich mache jetzt einfach mal so die Garprobe. Habe ich noch etwas Zeit? Doch, ich gebe noch 5 Minuten dazu. Schaut lecker, lecker, lecker aus, aber meine Kartoffeln brauchen noch und deswegen werde ich jetzt noch mal 5 Minuten dazu geben. Ich habe beim ersten Mal vergessen, also wo das Hackfleisch drinnen war, den Linkslauf zu betätigen. Den dürft ihr nicht vergessen. Und zwar noch, also ich, wie gesagt, ich habe jetzt die Garprobe gemacht und bei mir braucht man noch Zeit. 5 Minuten 100 Grad, Linkslauf und Stufe 1. Und nach 5 Minuten sehen wir uns wieder. Mein Backofen habe ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze jetzt schon vorgeheizt. Der ist jetzt schon fertig. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Jetzt gucke ich noch einmal nach, aber ich glaube, jetzt dürfte es eigentlich soweit sein. Ja, das ist schon mal gut. Passt, passt, passt. So, jetzt werde ich alles in meine Auflaufform einschichten und dafür hole ich euch näher zu mir her. So, jetzt werde ich in meine Auflaufform ein bisschen nicht viel Olivenöl reingeben. Dann kommen als allererstes unsere Kartoffeln. Da werde ich jetzt. Also es muss nicht ganz durch sein, die Kartoffeln, ja, aber sie sollten auch nicht roh sein, denn wir haben ja praktisch unseren Auflauf ja noch mal 40 Minuten im Backofen. So, jetzt hier hinein. Dann kommt unsere Hackfleischsoße drüber. Schaut mal, so sieht sie aus. Ihr schmeckt sie vorher ab. Ich habe es ja schon gemacht.
Schaut mal, obwohl ich es jetzt 30 Minuten praktisch Varoma gehabt habe, hat sich unten nichts angesetzt. Und jetzt kommen unsere Auberginenscheiben praktisch drauf. So, dala. Fertig. Und jetzt kommt noch eine Bechamelsoße drauf. Und dafür tue ich jetzt meinen Mixtopf ab und zu spülen und dann sehen wir uns wieder. Als nächstes geben wir in unserem Mixtopf 500 Gramm Milch. Hoppala. Mehl, also nämlich jetzt ein ganz normales Weizenmehl. So, ein bisschen mehr. Wenn man den Mix, den Deckel nämlich am Thermomix hat, dann kann es ja auch nicht gescheit wiegen. So, und 40 Gramm Butter. In Stücken. So. Dann kommt ein Teelöffel Salz dazu. Etwas frisch geriebene Muskat. Etwas Pfeffer. So, Deckel drauf. Diese Zutaten werden wir jetzt 8 Minuten 100 Grad Stufe 3 kochen. 100 Grad. Ja, unsere Bechamelsoße ist jetzt auch fertig. Schaut mal, so sieht sie aus. Das gießen wir jetzt einfach drüber. Und dann geben wir jetzt noch geriebenen Käse dazu. Ich hatte noch einen in der Gefrierdose, so einen Croton-Käse. Den werde ich jetzt einfach drüber geben. Wir sind ja in einer Packung drin, 250 Gramm. Also ich denke mal, das werden jetzt noch 200 Gramm sein. Dann werde ich jetzt einfach drüber streuen. So, das war's. Und das kommt jetzt praktisch für 40 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. Und wenn meine Moussaka fertig ist, dann sehen wir uns wieder, weil dann zeige ich es euch, wie lecker schmecker sie ist. Ja, meine Moussaka ist gerade aus dem Ofen rausgekommen. Schaut mal, die brutzelt noch. Und es riecht so lecker. Ja, jetzt lasse ich es mal so 5 Minuten kurz auskühlen und dann schneide ich sie an. Ja, mein Moussaka ist gerade aus dem Ofen gehüpft. Schaut mal, jetzt habe ich ihn angeschnitten. So sieht es aus. Und jetzt kosten wir auch mal. Ganz heiß. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker.
Mega. Probiert es aus. Schmeckt wirklich mega, mega lecker. Auch mit dem Zimt. Also wie gesagt, ich habe bloß einen Viertelteelöffel Zimt. Nein. Aber das gibt so den letzten Kick. Und also ist auch nicht penetrant, obwohl ich jetzt Zimt bei deftigen Speisen eigentlich nicht mag. Aber da passt echt super rein. Ja, probiert es aus. Ist ein Kinderspiel. Ihr könnt es schön vorbereiten und dann anbacken und dann 10 Minuten, bevor ihr essen tut, nochmal fertig backen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.